Hey Leute, willkommen zu einer Runde Isaac, die schon begonnen hat. Weil ich habe gerade so geile Items gefunden. Ihr müsst mal meine Stats anschauen. Tears up, Damage up, Range nicht so hoch, aber Speed richtig hoch. Ich habe am Anfang Wetter Pills gefunden und nachher halt hier dieses Pillengefäß. Hatte eine HP-Pille voll oft, Tears up-Pille voll oft. Dann hatte ich noch, was hatte ich noch? Speed up-Pille gehabt, richtig oft. Und ja, wir haben so einige geile Sachen gefunden, die ich auf jeden Fall, ups, euch, also ich will euch dieses Game auf jeden Fall zeigen, wie ich auch jetzt mache. Und ja, wir haben gerade noch ein Leben abgefunden. Ach komm, dann denke ich, komm, Satan schaffen wir noch. Und deswegen, ich Taliban. Naja, sieht man jetzt nicht, weil ich mal wieder kopflos bin. Ich mein körperlos, nichts kopflos. Ja, auf jeden Fall. Hier, ich kann mein Space-Item schon wieder nutzen. Und ist diesmal Tears Up. Aber ich habe Tears eh voll. Deswegen bringt's mir nicht. Ich hoffe immer auf eine HP-Abpille. Hier fliegen wir drüber, öffnen die. Warten. Zack, zack, zack. Also so richtig geniale Items haben wir gefunden. Halt, manchmal waren so Fail-Items drin, wie Monstrous Zahn. Obwohl das ja nicht so schlecht ist. Aber so, was ich jetzt auch nicht brauchen kann. Ach, du. Hier sieht man schon, wie schnell er umfällt. Hab auch drei Teile um mich fliegen. Einmal Cube of Meat und die Halo Flies. Und eine Attack Fliege habe ich auch noch. Also, ziemlich geil. Ach, Larry Junior. Schaut euch mal an, wie schnell der Daumen geht. Ich habe übrigens Kane genommen. Seht ihr ja schon an der Augenklappe. Ja, okay. Ich nehme das Silberherz, dieses 50% bringt mir eh nichts mehr. Danach kommt Mutter. Ich kann das Teil eh nicht kaufen. Also es bringt mir eh nichts, weil in den nächsten Ebenen kein Shop mehr kommt. Also kann auch nichts reduziert sein. Also scheißegal. Auch nicht ihr, Mann. Ich kann euch gar nicht ab, ey. Ja, dreh einfach instant um, Bitch. So, verreck. Ein Schlüssel. Und gehen wir weiter. Boah, drei Kackviecher. Aua. Das mach ich einfach so. Und da. So, so, so. So, Bombe und Schlüssel haben wir eh genug. Weiße Pille, die hatte ich noch nie gehabt. Aber doch, das ist Full Health. Krass. Und wir können noch mal eine Pille einsetzen, was ich aber. Wer hier ein Arcadrum, bitte ein Arcadrum noch kommen. Das wäre zu geil. Wenn ein Arcadrum kommen würde, das wäre so geil. Nicht hier. Bei dem bin ich letztens verreckt, ey. Ich weiß jetzt nicht, ob der Splitscreen schon draußen war von Jonas, weil das habe ich fast direkt danach aufgenommen. Warten natürlich dann auf eure Kommentare, ob wir das auch so machen wollen. Also ob das wir so weitermachen sollen oder nicht. Also kann sein, dass das vor dem Splitscreen noch rauskommt oder nach dem Splitscreen. Hier gibt es keine Karte rum, scheiße. Wir haben eine Full Health Pille. Komm, gehen wir erstmal in den Bossraum, gucken wir, was ist. Ach ja, Mom. Isaac. Ah. Tumorkopf. Ja, spawn der Viecher, Mom. Er lacht mich nicht aus. Ich kann nichts dafür. Meine eigene Mom mobbt mich. Stirb mal. Mom. So, tschüss. Wir kriegen echt noch ein Herz.
es öffnet sich kein Dämonenraum. Das wäre jetzt natürlich immer. Und wir haben Full Life. Komme ich hier nicht mehr raus? Hallo? Ich will hier raus. Lol, habt ihr das gesehen? Die Ebene konnte ich ein bisschen verschieben. Naja, wir gehen mit einer Full Health Hülle in die nächste Ebene. Hoffen, dass hier irgendwo ein Arkad rum ist. Wenn es hier den überhaupt gibt. Nicht ihr, ey, ihr seid zu schnell. Durch die Wand schießen, habe ich ja schon gesagt, dass wir das haben. Also ich werde auf jeden Fall versuchen, hier Satan zu töten. Ich hoffe auch, das klappt. Hier bin ich ja letztens verreckt mit dem, also im Splitscreen mit Jonas, nicht gegen. Und weil man hier einen Herzschaden bekommt, hier wurde ich so oft getroffen. Hatte auch den Hangman. Ja. So. Ups, auf den habe ich gar nicht mehr geachtet. Okay, wir haben eine Full Health wieder, also scheiß drauf. Verreck. Bitte, ist hier ein Arcade Room oder gibt es überhaupt Arcade Rooms? Schon wieder eine Full Health Pille. Oh Mann. Komm, dann mache ich hier mal den Pillenroom. TSA. Kann ich einfach mal benutzen. Hier ist schon Boss. Da wollen wir noch nicht hin. Gehen erstmal weiter. Weiter, heiter. Moment, ich muss mal kurz so machen. Schon wieder eine Pille. Tears up. Ja. Bringt uns eh nichts mehr. Wir schießen eh schon. Wie schnell, was weiß ich. So, Kollege. An dem bin ich auch mal verreckt, Alter. Ich hab mich so erschrocken. Ach, hier muss man doch gegen Bosse kämpfen in diesem Raum, ne? Also in dem oberen jetzt hier. Also ich... Ah, wir haben gar kein Herz dafür. Keine Herzen dafür. Und schon wieder dieser Kacktyp. Muss ich natürlich aufpassen, dass ich mich nicht selber treffe. Und hier leckt es richtig krass. Ich werde den einfach mal schnell töten. So. 1 Cent. Ja. Och ne. Aber ich kann schon mal gar nicht ab. So ein Scheißteilraum. Ich werde versuchen, die Tür hier aufzusprengen. Oder ja, jetzt bringt es auch nicht mehr. Es ist nur noch einer da. Habe ich doch schnell viele getötet. So, ich werde jetzt Full Health Pille einsetzen, um hier reinzukommen. Und will gegen die Bosse kämpfen. So, Level Junior. Kein Problem. Chubby. Chubby. Ja, ich dachte, du kommst aus dem Hof. Gesaust. Ja. Komm, stirb. Ja. So, was kommt als dritte Wave? Zweimal Monstro. Zum Glück Monstro 1. Trotzdem ist es leicht, wenn die beide kotzen und jetzt sich sogar was anderes machen als der andere. Boah, okay, ein Monster ist down. Und der zweite folgt ihm auch. So. Leider geben die nichts so Spezielles. Mann, ich will einen Arcade Room haben, bitte. Ich hab noch eine Full Health. Aua. Ah ja, die spawnen in mir drin, Mann. Okay, wir haben noch ein zweites Leben, also wenn was passiert. Und wir haben wieder eine Full Health Pille. Pokémon, komm schon, seh dir. Na, na, was ist? Oh, fuck, Mann. So, aber mit der Full Health Pille ist das kein Problem. Dieses scheiß Laserauge. Die halten aber auch richtig viel aus, die Viecher. So. So, so, so. Hier könnte ein Geheimraum sein. Wenn ich die überhaupt richtig platziert habe. Yep. Ja,
Oh, der Kleingeldklauer. Öde Kleingeld, Mann. Klau mir doch mein Kleingeld. Oh, 50%, Mann. Wofür? Hier gibt's eh keinen Shop. Ist auch behindert. Also zwei Full Health Pillen. Das geht auf jeden Fall klar. Oh, ein guter Kleingeldmann. Gib mir mal was Cooles, bitte. Ich hab so viele Münzen, habe ich nicht. Ja. Guter Typ. Wir haben fast Herzreihen voll. Das braucht man auch. Also ich brauche das, weil ich ziemlich viel Schaden bekomme, wie ihr seht. Also weil ich mich nicht gut anstelle hier. Und da ist noch eine HP-Abpille. Die kenne ich natürlich noch, die Farbe. Und wieso will dieser Arsch nicht sterben? Ja! Komm, dann mache ich das jetzt. Und dann aktiviere ich gleich die. Dann haben wir Full Health. Wir haben jetzt schon alle Herzen full. Mache ich jetzt einfach down. Eh noch meine Full Health Pille. Jetzt kann ich noch zwei Schaden kassieren. Noch ein. Ich besetze mal lieber ein. Ja, und ich krieg natürlich direkt einen Schaden. Und wir haben immer noch ein HP ab. Ich meine, ein Life ab. Trollbombe. Und wir kriegen Speed ab. Was Speed erhöht ich irgendwie nicht mehr. Ich weiß nicht wieso. Larry Jr. mit euren ihren scheiß Viecher. Ja, schieße ich einfach drauf. Bin ich schon kaputt. Kaputt. Boah, die Kackhaufen gehen so schwer kaputt, wenn man durch Wände schießen hat. Und hier gibt es keinen verfickten Arcade Room. Soll ich schon mal. Ja, die Pille liegt eh auf dem Weg. Und dann geht's ab zum Boss. Mal schauen, wer es ist. Full Health. Und es ist Death. Also der Tod. Macht er mich tot? Oh, der slowt mich. Wie putzig. Macht er überhaupt jetzt noch was? Nö. Nur noch sein Pferd schwebt hier rum. Was schwer zu treffen ist, und verdammt viel aushält. Ja, endlich. Und wir kriegen den zweiten Cube of Meat. Haben wir jetzt einen kleinen Meat Boy, der mit uns schießt. Wir haben ja eh nicht genug Damage, deswegen. So. Jetzt müsste Moms Herz kommen. Und drei dieser Augen, Alter, übertreibt. Ich brauche ein Arcadrum unbedingt. Wenn ich den habe, dann habe ich sogar ein Herz mehr, als da oben angezeigt werden kann. Hier, das Silberherz geht zwar auch auf unsere... Ja, schon wieder eine Full Health Pille. Geil. Geil, 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 geil. Das kenne ich nicht. Benutzen. Geheimraum. Ja, für drei Münzen. WTF. Habe ich gerade WTF gesagt? Jo, WTF. WTF. Und nein, diese Pille wollte ich gar nicht aufheben. Tessa. Das müsste mal für unseren kleinen Meatboy zählen. So, wir nehmen uns wieder unsere Pille mit. Was sind das eigentlich? Festige Steine. Ach, die können nicht zerstört werden. Ach, dieser Raum schon wieder. Da waren wir ja eben auch. Stirb, stirb. Und setzen das mal nochmal ein. Kriegen eine Speed-Up-Pille. Setzen wir direkt einmal ein Arcade rum. Danke Gott, du hast meine Gebete erhört. Wir können direkt an diesen Spenderautomat. Alter, das ist echt ein scheiß Miniboss. Wir können direkt an diesen scheiß Arcade. Also an. Was ist das nochmal? An diesen Spenderautomat uns voll spenden.
Es zieht uns aber immer ein Leben ab, also sollten wir aufpassen. Aber wir haben da hinten noch eine Full Health Pille liegen, deswegen können wir dieses und nächstes Leben ganz schön auskosten. Oh, guck mal, wie viele Münzen wir schon haben. Alter, jetzt musst du aber mal rauskommen. Langsam wird's mir doch zu teuer mit den Herzen. Genau, perfekt. Wir haben HP abbekommen. Und jetzt können wir suchten. Suchten! Eine Bombe will ich nicht. Ja. Gib mir einfach drei, wenn ich keine brauche. Und was haben wir da? Tiers ab. Davon habe ich am Anfang, ich glaube, ich habe da schon 100 Stück von geschluckt. Ne? Eigentlich brauche ich jetzt hier nicht mehr zu spielen. Ich könnte jetzt eigentlich schon direkt zum Boss gehen. Ich weiß aber nicht, ob ich von der Mutter das die Truhe aufmachen soll. Oder in den... Oh, die will ich, das will ich, das will ich, das will ich, das will ich. Nein. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Truhe aufmachen soll. Oder halt in die nächste Ebene. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall nochmal sorry, dass es erst so spät angefangen hat. Ich dachte, komm, spiel ich mal Just for Fun. Und immer wenn man Just for Fun spielt, dann kriegt man so geile Upgrades. Better-Pillen und hier dieses Space-Item ist einfach zu geil. Wie man hier sehen kann, wie viel Herzen wir schon haben. Ne? Ich könnte mich hier jetzt erstmal tot suchen. Danke. Mann, ich brauche doch keine Bomben. Ich will dieses scheiß Kacke auf den Kopf. Obwohl jetzt auch nicht mehr so viele Fliegen kommen. Oder besser gesagt, gar keine. Jetzt haben wir da Full Up und haben sogar noch Silberherzen. Und was ist das? Das ist, glaube ich, Tears Up auch noch. Wäre geil, wenn wir jetzt nochmal die blaue Pille bekommen. Das ist ja das HP Up. Ach, das ist die nicht. Das ist, glaube ich, Speed, genau. Das ist Full Health, mal wieder. Und ich frage mich, was wir damit sollen. Okay, wir können nach dem Boss, also ich glaube, ich mache das Game noch Ende bis zu Satan. Ich denke, das würde ich auch schaffen. Obwohl ich gegen Satan bis jetzt nur einmal gespielt habe und verloren habe. Hat mich so auseinandergenommen, der Typ. So, ich glaube, das reicht jetzt erstmal. Ich nehme erstmal die Full Health Pille mit. Noch ein Silberherz. Wir sind so gerüstet, Leute. Also. Oh, die will ich, die will ich, die will ich, die will ich, die will ich. Dankeschön. Okay. Dann heißt's Automat Bang. Und noch eine Speed-Up-Pille. Und wir haben Speed immer noch nicht voll. Schaut euch an, Leute. Und weiter geht's. Jetzt haben wir schön gesuchtet. Ich würde natürlich direkt erstmal zum Boss gehen. Ich denke, der ist da unten links irgendwie. Schätze ich. Och, nee, nicht schon wieder. Weißt du, was ich mache hier? Ach, da kann man sich, glaube ich, gar nicht rausspringen, oder? Zum Glück. Ach, ich kann auch durch Wände schießen. Was mache ich denn? Und noch eine Linkspille, Speed up. Bringt mir auch nichts. Und hier will ich mich natürlich direkt wieder rausspringen. Kein Bock auf die Viecher. Und tschüss. Und da ist der Boss, so wie ich mir gedacht habe. Frisst du erstmal eine Bombe. Du frisst noch eine Bombe. Oh. Wow, und zum Boss. Es ist Moms Herz. Natürlich erstmal die Augen kaputt machen. Und wir haben immer noch die Full Health Pille, Leute. Und ein zweites Leben.
Sonst kann erstmal nichts passieren hier. Ja, ja. Bin da. Ja, wieso vier? Spawnt hier für vier dieser Fuckfischer. Und wir sehen, wir haben gerade Herz verloren, aber unsere Anzeige geht nicht runter. Das ist nur, weil wir mehr Herzen haben, als da oben angezeigt werden kann. Also wir haben was verloren, nur das wird nicht angezeigt. Nachher, wenn wir jetzt noch ein bisschen Leben verlieren, dann wird es angezeigt, weil wir hatten noch Silberherzen und so weiter. Aber es passt ja alles nicht mehr da drauf. Auch Mom ist in der Endphase. Phase. Wir sehen, wir haben schon wieder Damage bekommen und nichts passiert. Und tschüss, Mom. Und ich glaube, wir können nur die Tour aufmachen. Wir können nicht eine Ebene runter. Und ich denke mal, das machen wir. Mal schauen, was wir diesmal bekommen. Ein 25 Coin. Wenn wir den finden, kriegen wir 25 Münzen. Das ist schon mal nice. Und ja, wir haben jetzt Mams Herz besiegt. Ich wollte eigentlich zu Satan runter, wenn dieser Raum erschienen wäre. Ist er leider nicht. Und es tut mir nochmal leid, dass es erst so spät angefangen hat. Aber wenn man so geile Items hat, dann will man euch das doch zeigen. Ja. Hier sehen wir nochmal alle Monster und so weiter. Die kennen wir aber schon. Joa. Joa. Monstro, Larry Jr. mit Herzchen. Jiggerflies. Und dieser Krüppeltyp, ey, ich hasse den so. Naja, der ist nicht so schwer, aber er nervt schon. Fistula mag ich auch nicht. Loki, Monstro 2, ja, das sind alles so. Maham, boah! Was abgenommen? Ja, das sind die Reiter. Oh, Skolex, gegen den wollte ich eigentlich schon mal. Mams Herz. Isaac! So, jetzt haben wir ein neues Item gefunden und ja, hier sieht man es, neu freigeschaltet. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns im nächsten Let's Play. Oder das nächste Let's Play wird halt der Split Screen mit Jonas. Ich weiß jetzt noch nicht, ob der Jonas, ob wir das jetzt schon hochgeladen haben oder nicht. Auf jeden Fall, wir sehen uns beim nächsten Mal bei Isaac. Und das von Anfang an. Ciao.